Hier zeige ich dir, wie du sehr, sehr geilen Reis machst. Und zwar, ich zeige dir jetzt, wie man Reis kocht. Das klingt ein bisschen banal, so nach dem Motto, ja, Reis kochen kann ja jeder. Aber ich zeige dir eine ganz einfache Variante, Reis zu kochen, der dann aber ganz anders schmeckt. Alles, was du brauchst, sind diese einfachen Zutaten. Und zwar einmal Kochbeutelreis. Da sind 4 x 125 Gramm drin. Dann brauchst du ein Schnapsglas mit Öl. Und du brauchst 250 Milliliter, also die doppelte Menge in Millilitern. Wie in Gramm der Reis. Zur Zubereitung gibst du einfach das Öl in einen Kochtopf und den Inhalt eines Beutels von diesem Reis hier oder eben abgewogen 125 Gramm hier in den Topf. Und jetzt rührst du das Ganze hier gleichmäßig um, so dass sich der Reis mit dem Öl gleichmäßig hier benetzt. Und brätst das Ganze jetzt so lange, bis das Ganze wirklich möglichst dunkel ist. Aber natürlich darf es auch nicht schwarz werden oder verbrannt werden. Das erkennst du dann deutlich schon vorher am Geruch. Und das Ganze machst du am besten wirklich mit diesem Kochbeutelreis. Weil wenn du zum Beispiel so einen Naturreis nimmst oder Wildreis oder andere Reismischung, es funktioniert meiner Erfahrung nach am besten wirklich mit diesem ganz einfachen Kochbeutelreis. Und das dauert jetzt eine ganze Weile. Ganz wichtig ist, dass du den Reis permanent hier in Bewegung hältst. Jetzt sehen wir hier, dass der Reis jetzt relativ dunkel ist. Es riecht jetzt noch nicht wirklich angebrannt, aber so ein ganz bisschen, dass man so sagt, dass es hart an der Grenze ist. Es ist aber ganz wichtig, wirklich bis zu dieser Grenze auch das Ganze zu rösten. Jetzt wird es schon ein bisschen grenzwertig und jetzt packe ich 250 Milliliter Wasser dazu. Das zischt ziemlich doll, also nicht erschrecken. So, und jetzt lasse ich das Ganze so lange kochen, bis das Wasser verdampft ist und der Reis dann komplett fertig ist. So, eine kleine Korrektur. Wir stellen jetzt fest, dass der Reis noch nicht ganz fertig ist. Der ist noch ein bisschen fest. Den könnte man jetzt schon essen, aber das Wasser ist schon weg. Das heißt, wir brauchen am Anfang keine 250 Milliliter Wasser, sondern wir brauchen 300. Ich packe jetzt nochmal 50 Milliliter Wasser dazu. Das heißt, gleich am Anfang 300 Milliliter Wasser nehmen. Und dann müsste das hundertprozentig passen. Was noch ganz wichtig ist, dass du beim Kochen den Topf offen lässt, weil sonst stimmt die Wassermenge wieder nicht. Vielleicht passen 250 Milliliter Wasser ja, wenn der Kochtopf geschlossen ist. Das müsstest du aber selber ausprobieren. Wir sind fast fertig. Wir sehen, auch hier ist die Flüssigkeit jetzt fast verkocht. Das, was ich gegen Ende noch mache. Den Reis kann man natürlich jetzt komplett so, wie er ist, servieren. Ich würde den jetzt noch 5 Minuten im Topf ein bisschen ziehen lassen, damit hier das restliche Wasser noch in den Reis einzieht. Oder du machst jetzt noch eine erweiterte Version. Du gibst noch ein dreiviertelvolles Schnapsglas mit Sojasauce gibst du da rein und einen halben Kaffeelöffel zum Beispiel China Gewürzmischung. Das Ganze rührst du durch, lässt das Ganze dann noch 10 Minuten weiter ziehen und da hast du wirklich einen sehr, sehr geilen Reis, eine sehr, sehr geile Reisbeilage. Jetzt könntest du zum Beispiel auch einen Topf noch drauf machen. Oder lässt es einfach so offen stehen. Den Herd stelle ich jetzt ab. Und eine Sache bleibt mir noch zu sagen, die ganz wichtig ist, wenn du am Anfang den Reis anröstest, das ist wirklich ganz wichtig, wenn nur 3-4 Reiskörner verbrennen, dann schmeckt der ganze Reis ein bisschen angekokelt und angebrannt. Deswegen, also wenn du das nicht so gut drauf hast mit dem gleichmäßigen Anrösten, dann solltest du nicht ganz so lange anrösten, sondern nur so lange, bis es leicht braun ist, sodass du merkst, dass du das Ganze im Griff hast. Und wie gesagt, so wie es ist, schmeckt das Ganze aber wirklich sehr, sehr lecker. Und ich wünsche dir dann einen guten Appetit.